Nintendo und Capcom. Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal und der Nachfolger zu The Legend of Zelda Skyward Sword. Wir spielen The Legend of Zelda The Minish Cap. In der Nintendo Timeline von Zelda wäre nach Skyward Sword Minish Cap das nächste Spiel. Und deswegen dachte ich mir, nehmen wir das einfach mal. Und ja, wir starten das Spiel. Den löschen wir mal ganz kurz. Kann ich den löschen? Ja, da. Ja, ich bin mir sicher, dass ich den löschen möchte. Und ja, wir spielen jetzt einfach ein bisschen Minish Cap. Als neues Projekt. Ich bin natürlich der gute Louis, wie auch schon im Skyward Sword Let's Play. Und ich freue mich sehr drauf. Ich mag Minish Cap. Minish Cap ist ein sehr schönes Spiel. Und wir spielen es über der Nintendo Switch Online GBA Variante, also über den quasi Game Boy Advance Emulator der Nintendo Switch. Deswegen habt ihr da so einen schönen Rahmen ringsherum, während ich normal dieses Nintendo Switch Layout habe. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal und let's go. Vor langer, langer Zeit, als die Welt von tiefer Dunkelheit verschlungen zu werden drohte, stiegen Minish vom Himmel herab, um einem Helden das goldene Licht und ein Schwert zu geben. Dieser Held vertrieb die Dunkelheit mit seiner Weisheit und Tapferkeit. Und brachte Frieden. Seither ehren die Menschen das Schwert. Der Held war erstmal egal. Das Schwert war ausschlaggebend. Und da ist Prinzessin Zelda. Guten Tag, Onkel Albrecht. Oh, hoppla, die kleine Zelda. Bist du ganz alleine vom Schloss hergelaufen? Das wird dem Minister bestimmt nicht gefallen. Ach, ist doch nicht so schlimm. Wo ist denn Louis? Die Stadt ist voller Trubel, weil das alljährliche Minish-Fest stattfindet. Ich bin gekommen, weil ich mit Louis dorthin gehen will. Dürfen wir? Ach, so ist das. Louis hat mir gestern bis spät in die Nacht bei der Arbeit geholfen. Louis schläft noch, steht aber bestimmt bald auf. Ich muss noch etwas im Schloss abliefern. Das könnte Louis dann für mich tun, wenn er gemeinsam in die Stadt geht. Hallo, Louis! Will nicht. Hallo, Louis! Nee, will nicht. Wer nervt denn hier? Yeah, wir können spielen. Hup, 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 hup. Ach, wir sind der gute Link. Oder der Louis in dem Fall. Aha, da 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 da. Da wollen wir runterstiefeln. Tap, 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 tap. Hallo. Ah, Louis. Zelda ist hier, weil sie mit dir zum Minish-Fest gehen möchte. Hallo Louis, komm, lass uns auf das Fest gehen. Onkel Albrecht hat auch nichts dagegen. Ja, so ein Fest gibt es nicht alle Tage. Geh nur mit Zelda dorthin. Ach, und noch etwas. Das Schwert ist jetzt fertig. Bitte bring es dem Minister im Schloss. Eigentlich müsste ich es ihm bringen, aber ich habe hier noch zu tun. Schwert des Albrechts erhalten. Liefere es unbeschadet ab. Und verliere es nicht. Das Schwert ist der Preis für den Sieger des Schwertkampfturniers. Also verliere es nicht. Zelda ist die Prinzessin von Hyrule.
Gib Acht, dass dir nichts passiert. Mach dir keine Sorgen, Onkel. Also, Louis, auf in die Stadt. Voller Temperamente, Kleiner. Zelda ist die Prinzessin von Hyrule. Gib Acht, dass dir nichts passiert. Ja. Roten Rubin. 20 Sekunden Rubine erhalten. Was für ein Glück. Putz. Tschüss. Hier bin ich, Louis. Mann. Die ist ja schnell. Ach, ich liebe das Spiel. Das ist schön, schön. Louis, komm bei uns. Ach, nicht mehr Ruhe habe ich hier. Hier entlang, na los, beeil dich. Stadt Hyrule, Welt von Tabanta, Tiloria-Welt. Tschüss. So, das ist Stadt Hyrule. Na gut. Guck mal, Louis, das wird ein Spaß. Komm, wir gehen dahin. Willkommen auf dem Minischfest. Heute ist das 100. Jubiläum. Vielleicht kommen ja Minisch in die Stadt. Wer weiß. Es war viel Arbeit, das Fest vorzubereiten. Ein tolles Fest, oder? Ja. Ah, Louis, hast du Spaß? Dieses Fest ist das größte in Hyrule. Deshalb sollte man es genießen. Die Minisch bringen uns Menschen Glück mit. Ach, wann kommt wohl das Glück zu mir? Ich glaube nicht an die Minisch. Ich bin doch kein Kind mehr. Diese Minisch gibt es doch gar nicht. Nur wer Gutes tut, soll die Minisch treffen können, hm? Vor langer, langer Zeit wurde unsere Welt von Ungeheuern heimgesucht. Wir Menschen waren hilflos, da erschien die Minisch. Sie gaben uns das Schwert des Lichtes. Mit Hilfe dieses Schwertes konnten die Monster besiegt werden. Wir konnten wieder in Frieden leben. Als Dank für die gute Tat der Minisch feiern wir jedes Jahr dieses Fest. Die Minisch erscheinen nur guten Menschen. Wer Schlechtes tut, kann sie nicht treffen. Hallo Oma. Jedes Jahr beim Minischfest gibt es ein Schwertkampfturnier. Das diesjährige ist schon zu Ende. Ein düsterer Mann hat diesmal gewonnen. Okay. Ich bin zu einem ersten Mal auf diesem Fest. Wo sind denn diese Minisch? Die Leute gehen mir auf die Nerven. Immer nur Minisch. Das ist doch nur ein Märchen. Einmal in 100 Jahren öffnet sich das Tor zwischen der Welt der Minisch und der Welt der Menschen. Und dieses Jahr ist es soweit. Dann besuchen die kleinen Minisch unsere Welt. Ich freue mich schon. Man muss noch lange genug leben. Hallo. Hey, du. Hast du schon mal einen Minisch gesehen? Ich schon. Sie haben rote Zipfelmützen auf und sind winzig. Sie waren in Papas Schuh. Ich habe noch nie einen Minisch gesehen. Ja, ich war lange auf Reisen und kam wegen des Festes in die Stadt. Stadt Hyrule ist wirklich schön. Ich will ein Gedicht darüber schreiben. Du bist das Enkelkind von Albrecht, nicht wahr? Albrecht ist der beste Waffenschmied in ganz Hyrule. Ich nehme jedes Mal am Turnier teil, weil ich sein Schwert haben möchte. Aber ich bin chancenlos. Dieses Jahr war das Turnier echt toll. Diesmal gewann ein Fremder mit seltsamen Techniken in kürzester Zeit. Das Fest ist schön, so lebendig. Ein herrliches Fest der Friedenszeit. Ja, das Fest ist wunderbar. Und meine süßen Früchte machen das Fest noch wundervoller. Ich bin auf dem Rückweg von Schloss im Norden vom Schwertkampfturnier. Ich bin ein wenig hungrig. Gemüse, frisches Gemüse, beste Ware zu senden zu deinen Niedrigpreisen. Na gut. Louis, hör doch mal dem Geschichtenerzähler zu. Hey, was ist das da? Ich habe schon mit ihm geredet. Minisch gibt es also wirklich? Vater behauptet es auch immer. Hey, was ist das da? Jetzt war eigentlich die junge Dame, du. Im Schloss fand ein Schwertkampfturnier statt.
wer wohl gewonnen hat? Hm, und jetzt gehen wir dahin. Immer auf Trab, die Kleine. Hauptgewinn! Unglaublich, du hast bei der Lotterie den Hauptgewinn gezogen, Zelda. Also dann, such dir etwas aus. Da hätten wir einen herzförmigen Stein. Oder ein schönes großes Juwel. Oder aber einen kleinen Schild. Nun, wofür entscheidest du dich? Das Juwel, der herzförmige Stein, ist auch sehr hübsch. Such dir aus, was dir gefällt. Ich nehme den kleinen Schild. Wieso? Warum? Wieso denn das? So ein Schild ist weder schön noch kleidsam. Hier zum Beispiel der herzförmige Stein. Ist doch hübsch, oder? Oder hier, das Juwel. Eine wahre Augenweide. Oder etwa nicht? Diese beiden Sachen sind doch viel besser als ein Schild. Nein, ich möchte diesen Schild. Könnte ich bitte haben? Fräulein Prinzessin, ihr seid komisch. Aber gut. Hier, bitteschön, der kleine Schild. So, den schenke ich dir. Das Schild steht Louis gut, nicht wahr? Du hast von Zelda einen kleinen Schild erhalten. Naja, ich hätte eher den Herzcontainer genommen. Wäre vielleicht besser gewesen, aber okay. Lege ihn im Itemmenü auf A oder B. Halte den Knopf gedrückt, um den Schild vor dich zu halten. Ein Geschenk von Zelda. Für dich. Ding, ding, ding. Ja, wirklich. Du siehst toll damit aus. Jetzt kannst du mich beschützen, wann ich in Gefahr komme. Oh, schon so spät? Wir müssen das Schwert im Schloss abgeben. Komm, Louis, gehen wir. Kling, kling. Da, da, da. Aus dem Weg, ich hab ein Schild. Ich bin der Captain America. Wer seid ihr denn? Ich bin mit meiner Schwester aus einem fernen Land gekommen, um das Fest zu sehen. Die Minis sollen winzig klein sein. Ob sie es wirklich gibt? Ich bin mit meiner Schwester von ganz weit weg zum Minifest gekommen. Ach, das sind zwei Schüsse, okay. Oh, Rotznase. Ich bin ein braves Kind, deswegen kann ich bald mit dem Mini spielen. Schnief. Ich komme vom Schloss im Norden, um über dieses Fest zu wachen. Da 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 da. Also dann, Louis, lass uns zum Schloss gehen. Hör mal vor. Gute Idee. Schnipp. Aua! Das sind die Händler-Dekus, von denen die Soldaten erzählt haben. Sie belästigen Passanten. Eine echte Plage, diese Laubkerle. Louis, tu doch etwas. So kommen wir nicht zum Schloss. Wenn du diese Nüsse abwehrst, kommen wir bestimmt irgendwie weiter. Tut mir leid wegen der Nuss. Ich kam doch in die Stadt, um auf dem Fest Geschäfte zu machen. Aber ich bekomme keine Worte, sondern nur Nüsse aus dem Mund. Alle haben Angst vor mir und kommen nicht in meine Nähe. So wird das nichts mit dem Geschäften. Also zurück ins heimliche Dunkel. Der Händler-Deko sah süß aus, aber er spuckt Nüssen. Naja, gehen wir schnell zum Schloss und liefern das Schwert ab. Da, 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 da. Ach, das Spiel ist schön. Wir werden übrigens... Versuche ich zumindest die 100% machen, also alle Herzteile, alle Medaillen, die es hier später gibt zum Vervollständigen und alle Minifiguren und ach, 100%, einfach 100%, ich hab Bock drauf. Hallo. Ah, Prinzessin Zelda, ihr hattet wieder das Schlossgelände verlassen. Ja. Willkommen auf Schloss Hyrule. Das Schwert ist übrig, der Minister wartet euch. Was erwartet euch am Schlosseingang? Die Siegerehrung wird gerade vorbereitet. Durchgang verboten. Dab, 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 dab. Die Siegerehrung wird gerade vorbereitet. Durchgang verboten. Die Siegerehrung wird gerade vorbereitet. Kein Durchgang verboten. Ich will nicht mehr quatschen. Ja! Ja! Louis, du hast das Schwert mitgebracht. Damit ist das Schwert offiziell als zurückgegeben registriert. In wenigen Minuten wird die Siegerehrung beginnen. Ich gehe auf mein Zimmer, um mich umzuziehen. Also bis später, Louis. Das Fest war toll, nicht? Ciao, Zelda. Da du schon hier bist, Louis, bleib doch zur Siegerehrung. Okay. Wenn ich schon eingeladen werde. Gibt es einen Fall hier? Was ist mit Kaffee? Link, kennst du die Geschichte dieses Schwertes?
Man nennt es Schwert der Minish. Es versiegelt eine Kiste angefüllt mit Ungeheuern. Das Schwert der Minish ist ein heiliges Schwert. Die Minish übergaben es vor langer Zeit den Menschen. Der Sieger des Schwertkampfturniers erhält die Ehre, das Schwert berühren zu dürfen. Wie so berührend? Wir beginnen nun mit der Siegerehrung. Der Sieger, Fati, möge hervortreten. Hätte nicht gedacht, dass es so gut klappt. Das Schwert der Minish und die versiegelte Kiste. Was ich suche, ist bestimmt in dieser Kiste verschlossen. Ich werde den Inhalt der Kiste mitnehmen. Was? Halt! Nee! Husch! Halt! Nein! Keiner wird mich aufhalten. Nur der Sieger bekommt das Schwert der Minish und die versiegelte Kiste zu Gesicht. Auf diesen Moment habe ich gewartet. Was? Na? Hilfe! Wie wieder? Nein! Hilfe! Ding, 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 ding. Wer bist du? Was soll das? Die Prinzessin mit der Kraft des Lichts. Wenn ich mich nicht um sie kümmere, wird sie mir später nur im Weg sein. Aber ich mein Fluch werde zu Stein. Nein. Hehehe, das passiert allen, die sich mir in den Weg stellen. Dann will ich mal den Inhalt der Schatzkiste an mich nehmen. Was? Was ist denn das? Da waren nur Monster in der Kiste. Na, auch gut. Ich weiß, dass sich das Force in dieser Welt befindet. Ich werde in Ruhe danach suchen. Gut. Tja. Morgen. Da bin ich aber froh, du bist wieder bei Bewusstsein. Dein Großvater Albrecht ist beim König. Hörst du mal auf, mich durch die Gegend zu schieben? Mann, unhöflich. Oh, Louis, du bist ja wach. Geht es dir wieder besser? Der König hat etwas zu sagen. Hör gut zu. Ihr wisst alle, was geschehen ist. Ein gewisser Fadi hat Zelda durch den Fluch des Hexenmeisters versteinert. Mit dem heiligen Schwert, dem Schwert der Minish, könnten wir den Fluch brechen. Doch er hat das Schwert zerstört. Aber ich werde nicht aufgeben. Was wisst ihr über die Minish? Minish? Dieses Zwergenvolk aus der Legende? Das Minish-Volk? So ist es. Dieses meine ich. Doch Minish existieren nicht nur in der Legende. Es gibt sie wirklich. Es ist ein Geheimnis, das unsere Familie seit vielen Generationen hütet. Die Minish leben in Doria-Wald. Sie schufen das Schwert der Minish. Und nur sie können das zerbrochene Schwert wieder zusammenfügen. Was? Sehen wir gleich Soldaten aus? Nein, keine Soldaten. Es heißt, Erwachsene können die Minish nicht sehen. Egal, wie sehr sie es auch versuchen. Aha! Wenn das so ist, Louis, du könntest doch gehen. Louis, wenn du bereit bist, möchte auch ich dich darum bitten. Bitte befreie Zelda vom Fluch des Hexenmeisters. Die Minish wissen, wie man das heilige Schwert wiederherstellt. Doch ich möchte nicht, dass dir auch noch etwas Schlimmes zustößt. Deshalb gebe ich dir das zerbrochene Schwert und dies. Ein zerbrochenes Schwert der Minish erhalten. Aus ihm entsteht das heilige Schwert. Auf keinen Fall verlieren. Und Schwert des Albrechts erhalten. Das Wunderwerk deines Großvaters. Gut, Soldaten, beschützt die Stadt vor den Monstern. Der Rest sucht nach Vati. Tief im Doria-Wald ist der Waldschrein. Er wurde früher von Menschen und Minish genutzt. Geh also zuerst zum Waldschrein. Nimm diese Karte mit. Falls du dich auf dem Weg zum Wald verläufst, drücke erst Start und dann L oder R, um die Karte aufzurufen.
Der Wald ist auf der Karte eingezeichnet. Pass gut auf dich auf. Karte von Hyrule. Halt, verläufst du dich nicht. Ding. Gut. Dann würde ich sagen, also Lumi, brich den Fluch des Hexenmeisters und rette Zelda. Alles klar. Der Fluch des Hexenmeisters ließ sie mit offenen Augen versteinern. Wir müssen ihr schnell helfen. Arme Zelda. Falls du dich auf dem Weg zum Wald verläufst, drücke erst Start, dann, naja. Tief im Doria-Wald, Waldschrein, Menschen mit Gemisch, Waldschrein. Liegt im Südosten, südöstlich von deinem Haus, Lumi. Von meinem Haus? Okay, Opa, du siehst aus, ist mein Haus. Ab in den Wald. Drücke beim Laufen R, um zu rollen. Dann kommst du schneller voran. Wenn du während deines Abenteuers speichern willst, drücke Start und wähle im Item-Menü oder im Status-Menü speichern. Wiedersehen. Tschüss. Nappet euch. Innenhof von Schloss Hyrule. Ihr könnt schlitzeln. Mein erster Rubin. Hohe Rubin erhalten. Klein, aber fein. Ich bin Handwerkermeister Udo. Wir reparieren die Stadt im Auftrag des Königs von Hyrule. Vorhin gab es ein Erdbeben. Jetzt muss der Schaden behoben werden. Bleib weg, mein Kind. Das ist gefährlich. Na gut, dann gehört hier rum. Da, 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 da. Rasenmäher. Na, 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 na. Ach, ich liebe Minischcap. Minischcap ist ein schönes Spiel. Und wie gesagt, wir werden es zu 100% durchspielen. Mit allen Herzteilen. Und alles, was zugehört. Hab ich sehr Bock drauf. Blitz. London Farm. Na, na, na. Da, 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 da. Und mit den ganzen Glücksfragmenten, die es noch gibt und so weiter. Bleib weg, Kollege. Eins. Östlicher Hügel. La 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 la. Ach, ich könnte ja selbst singen. Das ist schön. Guten Tag. Wohnt hier jemand? Nein. Ich bin hier, um ihre Vasen zu zerstören. Ich hoffe, es ist okay. Dip, 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 dip. Da, 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 da. Ach, ich liebe Zelda. Und Minischcap ist eins meiner Lieblings-Zelda-Spiele mit unter anderem. Ich habe das damals so gesuchtet. Also ich hatte nie einen Game Advance und hab's mir damals halt per Emulator oder später auf dem 3DS runtergeladen, da Spiel gespielt. Weil sehr viel damals. Du hast dein Herz gefunden. Gibt es Energie? Kann nicht haben. Ja, Energie ist immer gut. Blauen Rubin, 5 grüne Rubine erhalten. Toll! Schloss Hyrule, Stadt Hyrule, Tuloria-Wald. La 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 la. Ach, und die Waldmusik. Da 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 da. So schön können wir noch nicht. Blub, blub, blub. Da 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 da. Und ich finde einfach Minischcap auch so geil mit diesem System, mit dem Kleinwerden, ne?
Also ist ja nur kein Geheimnis, dass die Minisch klein sind und wir die Minisch auch sehen werden. Das Spiel ist ja nun kein spoilerhaftes Spiel, ne? Also, jeder, der hier reinguckt, weiß, was ihm meistens erwartet. Ah ja. Sag ich das einfach mal so, wie es ist. Na 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 na. Weg da, mein Platz. Weg, du Schleim. Ich hab Kondome. Zeigen Sie sich. Aber ich muss sagen, es lässt sich für die Switch-Version echt gut spielen. Ich habe ein gutes Gameplay. Aber ein Baum. Ah. Ich bin der Herrscher der Welt. Oder des Waldes. Na, 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 na. So, hier holen wir schon unser erstes Herzteil ab. Also. Aua! Böse! Hilfe! Aua! Hört! Hört doch auf! Psch. Autsch! Aua! Hilfe! Ist denn da niemand? Ja, ich komme gleich. Herzteil erhalten! Vier Herzteile ergeben zusammen einen Herzcontainer. Mit jedem Herzcontainer erhöht sich deine Herzzahl. So, jetzt kann ich kommen. Jetzt können wir den kleinen sprechenden grünen Knoben da helfen. Was auch immer das ist. Hallo. Hey, du, kleiner Mensch. Ja, du. Aua. Hey, du da. Guck dich einfach nur zu. Autsch! Jetzt steh doch nicht und dreh dich herum, so hilf mir doch! Mann, hast du ja gar nicht alleine? Es ist ja gerade nochmal gut gegangen. Naja, ich wäre auch alleine mit denen fertig geworden. Apropos, was macht ein Kind wie du ganz alleine hier im dunklen Wald? Ach so, ich verstehe. Will ich? Warte! Fluch, heiliges Schwert! So ist das also. Ja gewiss, ich habe dich verstanden. Es ist nämlich so, dass ich selbst auf Reisen bin, um einen Weg zu finden, wie man den Fluch des Hexenmeisters brechen kann. Man braucht also das heilige Schwert? Gut, dann werde ich mich dir anschließen. Mein Name ist Iselo. Es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Okay. Warte, warte doch mal. Renn doch nicht so, mein Kind. Kannst du nicht langsamer gehen? Okay, kann ich. Sieh mal, Kindchen, wie soll ein kleiner Wicht wie ich je mit dir Schritt halten? Also wirklich, was für eine absolut unmögliche Göre du doch bist. Aua, ey. Viel besser. Wenn ich hier oben bin, kannst du mir nicht mehr davonlaufen. Ah, sehr schöne Aussicht hier. Und außerdem äußerst bequem für mich. Hm? Was grummelst du da? Los, auf geht's, zacki zack. Ach, ehe ich vergesse. Für kleine Kinder wie dich gibt es allerlei Dinge, die sie nicht verstehen. Drücke in solchen Momenten einfach Select. Ich helfe dir dann. Hey, das wird anstrengend. Ja, das wird anstrengend. Aber erst im nächsten Part. Wir haben den ersten Part abgeschlossen. Wir haben jetzt unsere sprechende Mütze. Und ja, ich würde sagen, im nächsten Part geht unser Auftrag weiter mit Iselo und unserem kleinen Louis-Link. Und ich sag bis dahin, danke fürs Zuschauen. Lasst gerne Kommentare und Upvotes da, das ist immer gut bei neuen Projekten. Ansonsten gerne unten in der Videobeschreibung gucken, da ist auch ein Link zu einem Discord-Server, auf den ihr draufsteigen könnt. Da sitzen der gute Steve und ich öfters im Voice und quatschen miteinander. Könnt auch gerne mit reinspringen. Und ja, ich sag danke fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge. Ciao!